great, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact. So, der Ladevorgang startet jetzt einmal. Er lädt hoch. Zack, 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 zack. Hier steht der i5, müsste jetzt eigentlich schon gleich bei über 100 kW sein, also im dreistelligen Bereich. Wir laden jetzt einmal ganz kurz den i5 nach. Hier haben wir schon überschritten, wunderbar. So, hier steht er jetzt, BMW i5 eDrive 40. Und das Video, ganz wichtig, hat ganz zum Schluss das wichtigste Element, der Rückblick nach weit mehr als 8000 Kilometern und 6 Monaten Nutzung. Also, auf jeden Fall dranbleiben. Im ersten Step machen wir jetzt einmal die Fahrt nach Bochum, dann nochmal einen Rückblick von der Fahrt, die wir jetzt ans Meer gemacht haben, hin und zurück und so weiter. Also, dranbleiben. So, wir sind jetzt hier, na, ich würde sagen, fertig, ne? Knapp 150 kW lädt er jetzt noch, 37% sind drin. Knapp 12 kW oder 11,5 kW haben wir nachgeladen. Das reicht. Wir ziehen den Stecker im wahrsten Sinne des Wortes beim i5. Rein in die Säule, Klappen zu oder dieser, na, also da bin ich echt kein Freund von diesem komischen Gummistupfen hier für unten drauf. Aber gut, wenn die Klappe drauf ist, alles bestens. Wir steigen ein und machen uns auf den Weg. 37% sind drin und 147 Kilometer Reichweite. Ich fahre jetzt weiter hier im Efficient Mode und ja, die Fahrt ist jetzt hier am Sonntag, am frühen Abend, ein bisschen voller. Deswegen fahren wir ganz entspannt, so weit wie es geht. Gerne auch mal 150, 160. Ansonsten ist bei mir gerne der Autobahnassistent drin und ich lasse den Wagen einfach fahren. Eine so entspannte Fahrt, die hätte ich mir tatsächlich in den Niederlanden gewünscht, wo wirklich das Tempolimit eigentlich die ganze Zeit 100 war. Oder 120 war, ich weiß gerade gar nicht mehr. Und da finde ich das sinnvoll und da finde ich das echt immer noch schwach, dass ich das dort leider nicht nutzen darf und dort mit tatsächlich dem Driving System Professional nur in Anführungszeichen fahren darf. So, wir sind jetzt gleich hier in Bochum angekommen. Hier steht er, BMW i5 eDrive 40. Schön. Also kontrovers, ich weiß. Iconic Lowniere, mir gefällt sie richtig, richtig gut. Und am Heck jetzt auch, gehen wir mal drauf zu. Mit Digital Key geht der Wagen auf, perfekt. eDrive 40. Ich finde recht allemal auch von der Leistung aus. Macht richtig Spaß, der Wagen. Und wir haben jetzt noch 16% Akkustand drin und 75 Kilometer Reichweite bei 19 Grad. Also es sind milde Temperaturen eigentlich das ganze Wochenende über gewesen. Teilweise schon recht warm, wo wir oben waren an der Küste. So, Fahrdaten. Gucken wir mal. Ab Individual sind wir jetzt knapp über 730 Kilometer gefahren und haben einen Verbrauch von 19,2 kWh auf 100 Kilometer. Und das ist echt, finde ich, schon ein sehr, sehr guter Wert für die Größe von Wagen. Ja, wir sind moderat gefahren. In Niederlanden geht das halt nicht anders. Ab heute Morgen sind es 360, knapp 370 Kilometer mit 19,6 kWh. Oh, verbrauchst ein bisschen mehr. Warum? Vielleicht ein bisschen zügiger gefahren, ging vielleicht ein bisschen mehr. Und von Köln aus nach Bochum, da geht es deutlich hoch, das darf man nicht unterschätzen, sind 21,3 kW und es war teilweise ein bisschen mehr frei, sodass ich jetzt hier angekommen bin bei 19 Grad und 75 Kilometern Restreichweite. Gucken wir nochmal individual, 730 Kilometer, 19,2 kW, wie gesagt, es ist relativ mild gewesen, also eigentlich so das gefühlt einer der ersten Tage oder mehrere Tage, wo es jetzt mal ein bisschen milder war, davor war es sogar noch kühl, deswegen sind ja tatsächlich auch immer noch Winterreifen drauf, also mit Sommerreifen sollte da vielleicht ein bisschen weniger Verbrauch gehen. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den großen Rückblick. BMW i5 eDrive 40, mehr als 6 Monate Nutzung. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Wagen relativ viel gefahren, habe direkt zum Anfang natürlich den Autobahnassistenten ausprobiert, hier mit dem Heckspoiler, M-Sport-Paket, finde ich richtig schön, hier mit natürlich M-Logo dran. Und das ist Sophisto-Grau, nennt sich die Farbe, finde ich immer sehr edel, nicht so ein, naja, einfaches Schwarz, möchte ich sagen, finde ich sehr edel, kommt das rüber, ist aber ein subjektiver Faktor. Hier vorne mit der Iconic Lowniere bin ich ein Riesenfreund von, gerade im Dunkeln oder wenn man so in der Dämmerung auch ankommt, das sieht unglaublich gut aus und zeigt auch eine gewisse Präsenz auch hier, dass das dann direkt in die Motorhaube übergeht, diese Niere quasi so drüber weggeht. Sehr schick, gefällt mir richtig gut. Ja, an der Seite nochmal das M-Logo, weil natürlich M-Sportpaket ist dran und das sind Winterräder, nochmal der Hinweis, keine
Sommerräder. Der Wagen ist die ganze Zeit mit Winterrädern gefahren worden. Und Autobahnassistent habe ich direkt zum Anfang ausprobiert, war ich direkt hellauf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin dann zu Weihnachten, Neujahr, wirklich lange Strecke genau mit diesem Wagen gefahren. Guckt euch gerne das Video dazu an. 10 Tage und richtig Kilometer durch Deutschland. Nach Kaiserslautern, runter nach Stuttgart und wieder zurück bis nach Bochum. Da sind richtig Kilometer drauf gekommen und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe nie Probleme gehabt. Steigen wir, gucken wir mal, Panoramadach. Ja, es ist nur ein Panoramadach. Das geht tatsächlich nicht auf. Mich persönlich stört es jetzt nicht, muss ich auch ganz klar sagen, weil so ein Schiebedach habe ich eigentlich gefühlt nie auf oder aufgemacht. Mir geht es eigentlich nur um das Licht drin. So, und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in den i5. Na, halt, stopp, nochmal kurz raus. Sitze. Das sind die Komfortsitze und da muss ich sagen, Komfort sind die wirklich. Sehr bequem, kann ich wirklich ultra viel einstellen, finde ich richtig gut. Ein Manko, und das muss ich ganz klar sagen, ist, dass ich keine Sitzmassage drin habe. Hier mit diesem Braun auch in den Türen abgesetzt, finde ich persönlich sehr schön. Mag dem einen oder anderen nicht gefallen. Hier haben wir ein Kardon-Soundsystem drin. So, jetzt sitzen wir drin und gucken mal auf die Cockpit-Ansicht von dem Wagen. So, und da haben wir, und das gefällt mir richtig gut, diese Glas-Interieurleisten oder diese beleuchteten Interieurleisten. Glas ist es ja nicht. Der ein oder andere sagt, na, ein bisschen verspielt das Ganze. Ich finde es persönlich sehr schön, gerade hier mit in dem Expressive-Mode gefällt mir das richtig gut. Head-Up-Display mit dieser Beleuchtung. Und da muss man dann mal genau hinschauen auch, weil die bewegt sich so ein bisschen. Finde ich sehr schön. Hier unten diese schwarze Leiste kann ich wunderbar als Handhalter quasi nutzen, um mich im Menü mittels Touchscreen zu bedienen. OS 8.5, sehr cool. Wireless Charging-Ablagen, ja, also es ist im Endeffekt nur eine. Also links wird nur geladen, rechts nicht. Warum nicht beides? Hier haben wir USB-C-Lader. Hier haben wir noch ein bisschen Ablagemöglichkeit, auch mit einem USB-C-Lader. Alles gut. Ja, Panoramadach, wie gesagt, ich finde es schön. Ich muss das nicht aufmachen können. Wenn es warm ist, mache ich im Gegensatz. Oder wenn die Sonne extrem scheint, mache ich die Jalousie drin zu. So, ja, was haben wir sonst hier noch so? Was haben wir noch vergessen? Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Verbrauchswerte ab Werk. Und das ist, glaube ich, für viele relevant. So, ab Werk. Im Winter gefahren von November bis April, also knapp 6 Monate, 8.800 Kilometer fast zurückgelegt und es sind 23,2 kWh, die der Wagen in der Zeit verbraucht hat. i5 E-Drive 40, guck mal, individual, jetzt ist auch deutlich wärmer wieder, ne, sind es 19,2. Kennt ihr von Anfang vom Video, wir stellen nochmal wieder um und machen wieder ab Werk. Das sind halt wirklich kalte Temperaturen dabei gewesen. Ich bin im Schnee mit dem Wagen gefahren, hohe Geschwindigkeiten gefahren, wirklich auch mal im Sport die ganze Zeit mal. Also, ja, verschiedene Aspekte. Ich finde den Wagen rundum gelungen, vom Fahrkomfort, von der Fahrdynamik und ich finde auch, der E-Drive 40 genügt von der Motorleistung. Topspeed, ja, 193 km/h, kann für den einen oder anderen ein Kriterium sein, dass er den Wagen nicht nimmt. Für mich perfekt. Und ich muss sagen, lasst gerne euren Kommentar zum i5 mal da. Was gefällt euch gut, was gefällt euch schlecht? Sagt ihr, der Verbrauch ist viel zu hoch? Oder ist es perfekt? Verbrauchswerte. Mit Laden habe ich bei dem Wagen nie ein Thema irgendwie gehabt. Like das Video, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. In dem Fall vielleicht mit dem i5 als M60. Vielen lieben Dank, bis dahin. Never break, always fight, never quit. Right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact, taking